Hallihallo und herzlich willkommen bei Miepel King. Heute bin ich unterwegs mit dem Jan. Und wir beide werden heute die BerlinCon erkunden. Wir sind gerade auf dem Weg dahin. Bist du aufgeregt? Geht schon, ja. Ich freue mich sehr. Ich habe auch megamäßig Bock drauf. Gordon ist ja mit seinem eigenen Stand vor Ort und bietet Tische und Schildchen etc. an. Und wir werden einfach den Tag genießen. Und ich habe eigentlich auf meiner Liste nur Nanolite drauf. Das will ich mir auf jeden Fall mal angucken. Prototyp von Deutschen. Und ansonsten gehe ich da völlig unvoreingenommen ran und lass mich einfach mal ein bisschen überraschen, oder? Wie ist bei dir? Ja, ich habe zwar auch ein Spiel auf der Liste, aber das kann ich nicht mal aussprechen. Ja, wir werden sehen, was so auf uns zukommt. Und wie ihr vielleicht auch im Hintergrund hört oder seht, perfektes Messewetter, draußen schüttet es. Und ja, von daher freuen wir uns. So, endlich fertig mit der BerlinCon und vor dieser zweiten Aufnahme haben wir auch am Tongerät direkt mal auf Start gedrückt, damit wir das nicht noch 10-mal aufnehmen müssen. Ja, wir sind zurück von der BerlinCon, war super anstrengend die ganze Geschichte. Wir haben von der BerlinCon selber diesmal keine Aufnahmen gemacht, weil wir, also für Interviews gab es einfach nicht genug neue Sätze, weder von Feuerland noch von Skellig Games. Und da haben wir uns einfach überlegt, nein, wir werden jetzt keine Interviews machen, wir wollen das hier und jetzt genießen, wollen uns die Spiele angucken, wollen uns die Spiele erklären lassen, sind insgesamt auf 6 Stück gekommen. Ganz interessante Geschichte. Wie war so dein Eindruck von der BerlinCon? Ja, ziemlich gut. War nicht zu voll, war trotzdem ein bisschen was los. Also wir haben auch viele Leute getroffen, die dann Martin für den Content vom Miepel King Kanal ordentlich gelobt haben und sich gefreut haben. Ja, mega, dankeschön. Genau, ein paar andere YouTuber und Influencer haben wir natürlich getroffen und uns kurz ausgetauscht. Ja, war sehr interessant, war gut, hat wieder Spaß gemacht und gerne wieder, auf jeden Fall. Ein Tag reicht auf jeden Fall, einfach vom Umfang her. Wenn man es jetzt mit Essen vergleicht, da kann man gerne wahrscheinlich auch 2 Tage totschlagen, aber hier in Berlin reicht ein Tag gut aus. Gut, wir waren von Anfang an da, als sich die Pforten geöffnet haben und ja, war sehr gut. Ja, Flohmarkt haben wir direkt ausgelassen. Übrigens da reinsprechen. Ich muss mir das auch mal angewöhnen und nicht da oben auf die Dings gucken. Flohmarkt haben wir ausgelassen, war uns einfach jedes Mal zu voll und einmal wollten wir hin, dann war gerade Mittagspause und jetzt am Ende wollten wir nochmal hin, dann war zu. Also Flohmarkt können wir tatsächlich gar nichts berichten, den haben wir komplett ausgelassen. Ansonsten haben wir uns die Kickstarter-Ecke angeguckt, sehr geil, eine sehr große Kickstarter-Ecke mittlerweile und da gibt es von ersten selbst bemalten Spielkarten, also mehr oder weniger weiße Blätter, wo was draufsteht, bis fast komplett fertige Produkte, die nächsten Monat in Kickstarter an den Start gehen, war eigentlich alles dabei. Da kommen wir auf jeden Fall zu. Insgesamt haben wir halt 6 Spiele gespielt und sind jetzt völlig im Eimer. Mehr Zeit war da noch nicht. Also wir sind jetzt wirklich am Ende raus, als wir raus mussten. Game Night war für uns jetzt auch keine Option und ja, nur ein Tag da. Ich fand es wieder super klasse. Es hat einfach zum Leute kennenlernen, quatschen, Kontakte knüpfen. Macht schon Spaß und nochmal Gruß an alle, die mich auch einfach angesprochen haben und sich für unseren Content bedanken. Das war ziemlich cool. Ja, und mit ein paar Content-Creatern einfach mal kurz geschlossen. Christoph, falls du das siehst, von Better Board Games, Grüße gehen raus. Wir haben es nun leider nicht mehr geschafft. Wir haben uns nur kurz gesehen. Ich wollte mich unbedingt mal gerne mit dir unterhalten. Er hat sich gerade ein Spiel erklären lassen und ja, wir sind einfach nur 20 Meter weitergelaufen und da war gerade ein Spiel frei, was wir gerne sehen wollten, haben uns dann natürlich hingesetzt und so verfehlt man sich dann halt auch einfach wieder. Ja, es ist, wie es ist. Und deswegen ist es so. Und jetzt kommen wir zum Anfang. Wir sind direkt rein und mich hat Nanolith oder Nanolith, wie auch immer man es nennen will, extrem interessiert. Und wir sind quasi durchgelaufen. Die meisten stratzen ja erstmal zum Flohmarkt und deswegen war da keiner in der Kickstarter-Ecke oben. Die Jungs arbeiten schon sehr, sehr lange an dem Spiel. Ich verfolge das Ganze schon eine ganze Weile auf Facebook. Ein Cyberpunk-Spiel, Dungeon Crawler mit 4 Charakteren, die gemeinsam eine Story erleben und auch zwangsläufig zu viert dabei sein müssen. Von daher spielt man es alleine, muss man 4 Charaktere steuern, bei 2 jeder 2, bei 3 weiß ich nicht, ist ein bisschen ungünstig, glaube ich. Sie haben zu uns gesagt, der Sweet Spot ist zu zweit, weil dann teilt sich das einfach gut auf.
Man kann es aber auch zu viert spielen. Es hat einen gewissen Legacy-Charakter, weil man es eigentlich nur einmal durchspielt, dabei Sachen entdeckt, Sachen beklebt, Fertigkeiten vom Charakter permanent weiterentwickelt, neue Skills lernt. Es ist sehr, sehr dicht an dem Spiel Final Fantasy dran, weil die wohl alle sehr starke Final Fantasy-Fans sind und dementsprechend gibt es auch diese Limit-Leiste wie bei Final Fantasy. Umso schlechter es euch geht, umso schneller wird die immer wieder voll und ihr könnt immer stärkere Attacken zünden und ziemlich coole Kiste. Wie fandst du das Spiel? Ich fand es sehr cool. Es ist noch ein Open-World-Mechanismus mit eingebaut, sodass man auch viele Entscheidungen treffen muss. Dann, wo will man langgehen, welches Gebiet will man erkunden. Man hat mehrere Lobbys, wie sie das genannt haben. Man hat aber kein Board, was man aufbauen muss, sondern das Spiel ist komplett in einem Heft dann. Und wurde jetzt gesagt, es werden so 50 bis 60 Spielstunden wahrscheinlich sein, was sie anpeilen. Und das sah alles ziemlich interessant aus und schon gut ausgereift, auf jeden Fall die Spielmechaniken. Es war ein bisschen was mit Würfeln dabei, aber auch gleich eine sehr gute Mechanik, wie man sein Würfelergebnis für sich ganz gut beeinflussen konnte und damit dann immer die richtigen Sachen für sich halt machen konnte. Es war eine gute Spielerinteraktion. Da kann man sich dann auch nochmal das schön zusammenbauen, wenn man das zu zweit spielt, jeder zwei Charaktere, ob man dann sagt, okay, ich spiele jetzt die zwei Charaktere, die vielleicht storytechnisch auch wahrscheinlich ein bisschen verknüpft sind und die sich dann gegenseitig unterstützen. Oder man tauscht das sogar so, dass man dann auch zu zweit noch trotzdem eine hohe Spielerinteraktion hat, weil man sich mit seinen Charakteren gegenseitig unterstützen muss. Ja, also hatte einiges Cooles und auch ein, zwei Mechaniken, die ich so noch nicht gesehen habe bei anderen Spielen, hat uns fürs Anspielen auch sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ja. Ja, ist definitiv auf dem Zettel. Die Jungs haben in den Missionen, die es geben wird, 16, haben sie, glaube ich, gesagt, insgesamt 16 oder 18 Missionen, die es geben wird, die wollen sie alle sehr individuell gestalten. Also nicht so wie bei Gloomhaven, wo du einfach immer wieder dasselbe Grid abläufst und alle Gegner tötest. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Die haben uns dann auch schon so ein, zwei Bossfights, gab es schon. Wir haben nur mal kurz drauf geblättert und mit dem Potti mal gesprochen. Die Bossfights sind wohl auch super individuell. Da muss man erst an den Rechnern die Schilde von dem Vieh knacken, bevor man es überhaupt angreifen kann und muss ausweichen. Die Interaktion, wie Jan schon sagte, zwischen den Charakteren gefällt mir extrem gut, dass man auch das Gefühl hat, okay, es ist ein Dungeon Crawler, wir sind zusammen unterwegs, man kann sich gegenseitig unterstützen. Durch die Story der einzelnen Charaktere werden auch noch Fertigkeiten für die freigeschalten. Also alles in allem steht ziemlich weit oben jetzt bei mir auf dem Zettel. Ja, also bin ich bereit, mir einen Prototypen zuschicken zu lassen? Nee, finde ich gut, welche Kickstarter-Kampagne auf jeden Fall im Auge behalten und dann wahrscheinlich auch unterstützen. Also ziemlich coole Kiste. Nanolith. Weiter geht es mit viele Völker, kleine Gärten oder kleine Völker, viele Gärten oder irgendwie so kleine Völker, großer Garten. Ja. Ja, auf jeden Fall optisch sehr ansprechend, das Spiel. Ja. Man hat auch sieben Teils. Ja, und auf die versucht man halt, seine Gebäude draufzubauen und damit verschiedene Muster zu erfüllen, um dann Missionen zu erfüllen, wofür man Siegpunkte bekommt. Genau. In dem Garten krabbelt eine Schnecke durch die Gegend, die einem bei... Eine Schildkröte. Ja, eine Schildkröte, stimmt. Naja, eine Schnecke wäre auch thematisch passend, aber ist egal. Ja. Ist eine Schildkröte, genau, der haben sie einen Kran auf den Rücken geschnallt und die hilft also quasi beim Gebäude bauen. Und bei diesen sieben Teils ist es dann halt davon abhängig, wo baue ich mein Gebäude hin und damit verschiebe ich die Schildkröte im Garten dann auf das nächste Feld wieder. Und da war auch wieder ein sehr interessanter Mechanismus drin, was die Spielerreihenfolge, die Initiative sozusagen angeht. Das hatten wir so noch nicht gesehen, war ganz cool und bringt einen kleinen, ich sag mal, taktischen Aspekt mit rein auf jeden Fall und die erhöht minimal die Spielerinteraktion. Also immer der dran war, bestimmt wer als nächstes dran ist. Genau. Und einfach ganz damit kann man halt genau gucken, okay, da wo die Schildkröte jetzt steht, da hat Spieler XY noch gar nichts gebaut und das ist am weitesten weg von dem, wo er vielleicht weiterbauen möchte. Also nehme ich den jetzt als nächstes und nehme nicht meinen direkten Nachbarn, weil der hat da schon zwei Gebäude. Ja, kann ich ihn ein bisschen ärgern mit. Genau, das... Man kann von anderen auch noch Gebäude abreißen. Also ein bisschen Spielerinteraktion ist schon mit drin in dem Spiel. Ich fand's alles in allem recht öde. Also... Ja. Es war okay für das mal spielen. Ich würde es auch noch mal irgendwo mitspielen. Also optisch ist das wirklich top gestaltet. Sieht super niedlich aus. Mir gefällt das Artwork. Es ist super ansprechend. Aber es wird
55 Euro OVP kosten. Wir haben auch schon mal nachgeguckt, ist auch für 45 Euro schon auf ein, zwei Seiten bestellbar jetzt im Internet. Aber wir haben es halt eine halbe Runde lang, also ein halbes Spiel lang gespielt und ich dachte mir, okay, wo ist jetzt halt der Wiederspielwert, wenn ich das nochmal und nochmal spiele? Ja, ich baue meine Gebäude, aber ich versuche sie so ganz stumpf dahin zu bauen, mir meine Mission zu erfüllen. Ich glaube, wenn ich das dreimal gespielt habe, dann ist es auch schon erschöpft und die, auch wenn die Teils, die Plastiteils, die man setzt, wenn die gut aussehen, aber ja, wenn es deswegen 45 oder 55 Euro kostet, erschließt sich mir trotzdem nicht, wo das der Spielwert da drin sein soll. Also für mich wäre das absolut gar nichts. Genau, hat halt einfach den Eindruck gemacht, als ob es sich sehr schnell abnutzt. Im ersten Moment war die Spielidee und Mechanik ganz gut, hat Spaß gemacht. Und dann wirst du von dem Preis halt aber leider fast erschlagen. Also für, wie gesagt, das Material war auch alles schick und wertig, war okay, aber nicht für den Preis. Also dafür, ne, also für ein 20 hätte man das vielleicht wirklich mitgenommen. 30. Also ich würde sagen, damals hätte es wahrscheinlich 30 Euro gekostet, ja. Oder 25, ne? Dann hätte man es halt nicht mit diesem Plasteteil so überproduziert und dann wäre es das unter Umständen nach halbwegs wert gewesen. Genau. Ach, 55 genau. Euro. Da. Nee. So oft kommt es halt dann nicht auf den Tisch, dass man das auch abspielt, diesen Wert. Und ja, wahrscheinlich wird dann der Markt, sage ich mal, jetzt so voll sein, dass es dann halt auch nicht für das Geld wieder los wird. Und dann lohnt es nicht. Ja, also ich glaube, da wird in einem Jahr wird da keiner mehr drüber sprechen. Nee. Dann ich ganz kurz, Burg Klapperfalle habe ich gespielt. Relativ niedliches, kleines Spiel für Kinder. Also ich habe es jetzt auch wegen der Familie mitgenommen, wo man dann mit seinen Figuren über so eine Burg rüberläuft, oben im Kreis. Und immer, wenn man seine Figur irgendwo reinsteckt, dann klappt das Burgfach oder die Falle, Falltür. Die Falltür, die klappt dann auf und man kann darunter sehen, was da drunter passiert. Also es hat so einen gewissen Merkmechanismus, man muss sich alles merken. Da muss man Teile einsammeln und da muss man oben versuchen, die Kreatur, den König, der König war es bei uns, der verrückte König, dass man den besiegen kann. Wie man den dann rauskriegt, muss man halt... Also so ein bisschen Pick-up-Deliver und man muss sich ein bisschen merken. Es ist niedlich gemacht, es ist für kleine Kinder und ich habe es auch für meine Familie gekauft, war das einzige Spiel, was ich mitgenommen habe. Und wir werden sehen, also es ist halt wirklich einfach so ein kleines, niedliches Spiel. Also da kann man eigentlich auch gar nicht so viel zusagen. Dann haben wir Mini-Rogue gespielt, ein Roguelike. Genau, das hat mich dann auch so weit überzeugt, dass ich es gekauft habe. War eine Empfehlung von den Hausies, die haben uns dahin geschickt quasi und dann haben wir es uns tatsächlich angeguckt. Haben es mal angespielt und wie der Name eigentlich sagt, es ist halt ein kleiner Dungeon-Crawler im Roguelike, was also bedeutet, du fängst an zu spielen und guckst, wie weit du kommst und wenn du versagst, wenn du stirbst, dann steigst du in der ersten Etage wieder ein, du begibst dich in so einen Dungeon und musst halt mehrere Etagen dann bewältigen und ja, war... Super kleiner Tischplatz, der nur gebraucht wird. Also es ist kein riesengroßes Brecherspiel. Das kann man bestimmt ziemlich schnell zu zweit einfach runterspielen. Hat eine kurze Aufbauzeit, eine nicht zu lange Spielzeit für das, was es ist. Sah echt lustig aus, sah niedlich aus und war dann preis-leistungstechnisch voll in Ordnung. Das Angebot, was wir da gefunden haben, ist auch auf Deutsch, was es auch wieder sehr gut macht. Und damit haben wir es dann einfach mitgenommen. Ich glaube, es hat 30 Euro standardmäßig gekostet, oder? Also da hätte ich grundsätzlich für ein reines Kartenspiel... Nee, das Basisspiel hat nur 20. Hat das? Genau. Ah, okay, dann. Okay, und ich habe dann 32, weil ich noch zwei kleine Erweiterungen mit ein paar zusätzlichen Karten oder noch irgendwie noch drei Charaktere und 7 Räume und noch 26 andere Karten oder so. Und da habe ich dann, ja, dafür sind 12 Euro okay, für dann nochmal so und so viele Karten. Genau, ist alles komplett kartenbasiert. Ne? Da war jetzt nichts mit... Doch, dann die Schaden und die Kämpfe hast du natürlich gewürfelt, ja. Aber auch eine relativ seichte, einfache Würfelmechanik. Also es ist nicht zu überladen und nicht zu groß, es ist halt wirklich Mini-Rogue, Mini-Dungeon-Crawler. Genau. Ja, und wenn das Game durch ist, dann werden alle Karten eigentlich bloß zusammengemischt, man kann sie direkt wieder auf den Tisch knacken und es hieß, man nimmt irgendwelche Kristalle mit, die man beim nächsten Mal dann in irgendwelche Skills oder so investieren kann, aber da können wir noch nicht viel zu sagen, aber so Mini-Roguelike, schnell runtergewürfelt, schneller Dungeon-Crawler, sah niedlich aus, fanden wir witzig, ja. Wird es noch was zu geben. So. Und jetzt hier machen wir einen kurzen Cut, denn wir müssen jetzt los. So, da sind wir wieder. Die kleines bisschen gefeiert mit den Jungs von Uprising. Jetzt ist es 23.41 Uhr am Abend der Messe. Wir sind im Eimer, würde ich sagen. Ja. Durchaus. Und jetzt gibt es die letzten beiden Spiele, die wir noch gespielt haben. Und zwar... Nochmal beide aus dem Bereich der Kickstarter-Spiele und wir sind am Spiel Bootwood vorbeigelaufen.
Und Jan kann jetzt was dazu sagen. Genau, ist eine One-Man-Show, ist noch ein bisschen in der Entwicklung. Also da steht noch kein Kickstarter-Termin fest oder ob es überhaupt eine Kickstarter-Kampagne wird. Vielleicht findet der Erbauer, Erdenker auch einen Verlag, der das Ganze vertreibt für ihn, mit ihm, wie auch immer. Ja, ist ein Bosskampfspiel und hat uns erstmal sehr gut gefallen. Auch schon die Optik, die Charaktere sahen sehr cool aus. Es spielt halt in einem kleinen Wald und deshalb sind die Charaktere, die man auswählen kann, auch Waldbewohner. Und die haben sehr lustige, unterschiedliche Fähigkeiten, wie die sich da im Wald bewegen können, was sie machen können. Natürlich hast du dann so, also Fernkämpfer dabei, Nahkämpfer, Supporter, so ein bisschen, die mehr auf Teamplay gehen. Also hat uns super Spaß gemacht, hat uns sehr gefallen. Werden wir auf jeden Fall versuchen, weiter zu beobachten und zu gucken, wie sich das entwickelt und ob man es dann wirklich irgendwo bei einem Verlag als Vollpreisspiel kaufen kann oder ja, wie es finanziert wird und hoffentlich kommt es irgendwie auf den Markt. Wäre ganz cool. Ja, aktuell hatte er 6 Helden zur Auswahl, die hat er schon entwickelt gehabt. Können wir so machen. Ist ja okay. 6 Abenteurer hat er schon entwickelt gehabt und es gab aber aktuell nur einen Boss. Er will noch 2 Bosse dazu machen und dann mal schauen. Ja, und die 6 Helden waren wirklich extrem unterschiedlich. Mir hat sehr gut gefallen, dass jeder Held pro Runde 2 Aktionspunkte bekommt, grundsätzlich, die kann er ausgeben und die Aktionspunkte sind meistens mehr oder weniger dafür da, um Fokus zu generieren durch bestimmte Fähigkeiten und diesen Fokus kann man dann benutzen, um dann andere Attacken zu spielen und jeder Charakter hat halt eine sehr einzigartige Mechanik, wie er an diese Fokuspunkte kommt, was passiert, wenn er sie benutzt und wie er sie resettet kriegt und das war irgendwie so ganz cool, also Jan hat einen Hirsch gespielt, der konnte so einen kleinen Vogel-Ally rufen, wofür er sogar Lebenspunkte opfern musste, den konnte er dann vorschicken, damit er Schaden macht, den konnte er zurückrufen, damit er verschiedene Bonis da rauszieht. Ich hatte ein kleines Eichhörnchen, damit konnte ich die Nüsse wegschießen und da, wo die gelandet sind, konnte ich dann noch Spezialfähigkeiten auslösen. Das Problem war dann halt, wenn ich keinen Fokus mehr hatte, musste ich mit meinen Aktionspunkten hinrennen und musste die wieder einsammeln, damit ich die Chance habe, beim nächsten Verschießen wieder so Fokuspunkte zu kriegen. Wirklich super interessante Mechanik und die Optik war einfach Hammer. Sah super niedlich gemacht aus. Schöne Farben, aber auch nicht zu bunt und zu viel, zu knallig oder so. Ja, war einfach super. Ja. Wir haben es nur zu zweit gespielt. Und ja, er ist auch noch so ein bisschen dabei natürlich, das zu balancen. Hatte man auch direkt vor Ort gesehen. Also, dass er dann bestimmte Sachen auch angepasst hat und einfach erstmal durchgestrichen hat. Genau, und gesagt hat, okay, von der Karte wird jetzt nur ein Effekt gespielt und nicht mehrere. Genau, und dann hat es auch so noch ein Rundenlimit, also man kann natürlich nicht endlos versuchen, sich dann auch immer wieder zu heilen und einfach den Boss irgendwann zu zermürben, sondern man muss da schon relativ zügig, hatte ich das Gefühl. Also da war ein schöner zeitlicher Faktor auch mit eingebaut, sodass sich das nicht eben wie ein Kaugummi in die Länge zieht und von daher haben wir das auch tatsächlich zu Ende gespielt, die eine Runde. Da haben es ganz knapp nicht geschafft, den Boss zu besiegen, aber wie gesagt, war trotzdem ein super erster Eindruck. Und der Boss spawnt halt die ganze Zeit so Minispinnen, die versuchen in die Mitte zu rennen und diesen Baum zu zerstören oder was da auch immer ist und den muss man halt verteidigen. Wenn die Spinnen da ankommen und noch eine Runde drin sind, dann machen die halt Schaden auf dem Baum, noch 3 Schaden haben wir verloren und wir müssen versuchen, das zu verhindern, dass die also so ein bisschen Tower Defense, dass die in die Mitte kommen und nebenbei Schaden auf den Boss machen, der außenrum zirkelt und jede Runde verschiedene Fähigkeiten zündet, um uns das Leben schwer zu machen. An sich auf jeden Fall erstmal auf den Zettel. Tatsächlich dem Herrn Godot, der hat gesagt, ihm gefällt die Optik nicht, da muss noch irgendwie was passieren. Ich fand gerade dieses Minimalistische irgendwie cool. Mhm. Wir blenden ja mal 1-2 Bilder ein, einfach so nur mit einfach weiß und der Hauptfarbe zu arbeiten, hat mich sofort angesprochen beim Vorbeilaufen. Genau. Okay, dann kommen wir zum letzten Spiel. Wir haben noch The Fog gespielt. Das Spiel gab es schon einmal auf Kickstarter. Es wurde sogar finanziert. Die haben es dann aber abgebrochen aus politischen Gründen und aus Respekt vor dem Krieg in der Ukraine, weil von der Thematik her Leute leben auf einer Insel, plötzlich taucht ein Nebel auf und der zieht Richtung Ufer, dieser Nebel. Die Leute versuchen sich auf Boote zu flüchten, damit sie halt, weil alle, die in diesem Nebel sind, die werden verschluckt, die verschwinden, versterben. Whatever. Genau, die kommen nie wieder. Und am Anfang gibt es halt so eine ganz interessante Draft-Mechanik. Es werden viele verschiedene Bürger auf dieser Insel verteilt, die haben alle
oder was heißt alle, es gibt 6, 7 unterschiedliche Mechanismen, wie die sich fortbewegen können, und jeder einzelne Bürger von denen unterstützt eine dieser Fortbewegungsaktionen ganz besonders und kann sich dann halt günstiger fortbewegen, über andere rüberspringen, über Büsche springen, zwischen zwei durchquetschen, irgendwie sowas in die Richtung. Und man versucht halt, seine Leute alle in die Boote reinzubekommen, bevor der Nebel da ist. Kriegt man sie in die richtigen Boote, an die richtige Position, gibt es Bonuspunkte. Wenn man sie nicht auf die Boote bekommt, dann kriegt man Punkteabzug, wenn sie halt im Nebel versterben. So, genau. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Da erstmal nicht. Okay, das haben wir kurz zu viert gespielt. Genau, gibt es noch kurz meine Meinung und dann Jans Meinung. Ich fand die Mechanik sehr cool. Also war interessant, hatte ein bisschen was fast von so Schach, würde ich sagen. Also so in die Richtung, dass man versucht hat, seine Figuren so an den anderen vorbeizuschleusen und sich da nach vorne zu wursten zu den Booten. Es hatte auch ein, zwei witzige Flaschenhälse, wo man gemerkt hat, da entsteht einfach so ultra viel Gedränge zwischen den Leuten, dass du eigentlich kaum Bewegung nach vorne reinkriegst. Ganz niedlich. Für mich wäre es auf jeden Fall kein Spiel, was ich mir kaufen würde, weil ich fand es okay, das mal mitzuspielen. Durch diese Komplexität der einzelnen Leute entwickelt es aber eine Länge, die für mich durchaus zu viel ist. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man es jetzt 5 bis 10 Runden gespielt hat, dass es dann durchaus schneller läuft und ein bisschen mehr flutscht. Aber ja, man muss halt auch als ein Spiel erstmal 10 Mal spielen, um da hinzukommen. So hat es mit 4 Leuten halt, was hat es denn gedauert, 1,5 oder 2 Stunden. Aber für mich hat es sich zwischendurch irgendwie sehr zäh angefühlt. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich das Spiel mal anzugucken. Das ist sicherlich ein Spiel, was vielen gefällt. Ich fand es halt nicht so prall. Mir war es zu zäh für das, was es ist. Und ja, was hast du? Mir hat es auch relativ oder sehr gut gefallen. Ich habe es tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, dass es so lange gedauert hat. Denn ab einem gewissen Zeitpunkt, also nach der 3. Runde, geht es halt auf dem Spielbrett auch wirklich los, dass eine imitierte Nebelwand eben auf dem Spielfeld mitwandert und dann eben das Spielfeld immer kleiner wird und wie gesagt, die Leute halt versuchen zu fliehen und die wandert dann auch zunehmend schneller. Also in der 1. und 2. Runde nimmt sie dir nur einen Bereich mit Hexfeldern weg und dann werden es auf einmal 2 Bereiche und mit dem letzten Schritt nach der letzten Runde sind es schon 3 Bereiche. Das sind immer 2 ja dann, glaube ich, nach hinten raus gewesen. Aber ja, es nimmt ja immer mehr weg. Genau, es geht schneller. Und das, es waren dann insgesamt 9 Runden. Und ja, wie Martin sagt, klar, wenn man ein bisschen besser eingefuchst ist, dann kommt A wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spielerinteraktion auf. Und es geht vielleicht ein bisschen flüssiger, als es jetzt war. Aber so im Großen und Ganzen fand ich die Downtime jetzt gar nicht so schlimm und also für mich hat es sich nicht so lang angefühlt. Ich fand aber nur mal kurz nochmal reinzuhören, ich fand das mit dem Draften hat sich halt irgendwie so ein bisschen am Anfang, das ging nicht so draft-fluffig runter, wie ich es kenne bei so einem Draft mit den Figuren. Man hat sich so umgeguckt, was nehme ich, und bis dann so jeder seins hatte, jeder wählt 8 Stück aus, irgendwie fehlte mir so ein bisschen der Flow in der ganzen Nummer. Ja. Und wir haben ja dann schon gesehen, bei der Kickstarter-Variante wird es wohl noch was geben. Also jetzt war es auf 3 Boote mit 3 verschiedenen Völkern sozusagen, die auf der Insel gelebt haben oder leben, aufgeteilt. Und das wird in der Kickstarter-Variante wohl auch noch eine Aktion geben oder eine Variante geben, wo es dann auf einmal 5 Boote und 5 verschiedene Völker sind. Wo du dann also beim Draft am Anfang, aber es war dann auch eine 5- oder 6-Spieler-Variante, ne? Da waren dann noch extra Farben dabei. Ja, gut, und dann wird es, glaube ich, auch extrem, stimmt, da waren dann bis zu 6 Spieler bei. Das wird, glaube ich, zu unübersichtlich dann. Und da wollte ich auch nochmal kurz einhaken. Ich glaube, man kann es theoretisch zu zweit spielen, dann spielt aber jeder 2 Farben. Halte ich auch für eine absolut schlechte Variante. Glaube ich nicht, dass das viel bringt. Ja, ist irgendwie keine coole Lösung. Also entweder dann zu dritt oder zu viert, das wäre so jetzt aus dem sinnlosen Ersteindruck auf jeden Fall der Sweet Spot, wenn es dafür einen gibt, wenn man das wirklich ein paar Mal spielen möchte. Wenn es dafür einen gibt, ja. Und alles andere, also ich glaube, extra Geld auszugeben, um dann eine 5- oder 6-Spieler-Variante zu haben, würde ich pauschal erstmal abraten. Ich glaube nicht, dass das Spiel besser macht. Genau, geht erstmal mit einem, wenn überhaupt, dann mit einer Basisvariante ran. Mal gucken, was es halt dann letztendlich kostet. Das wäre für mich so ein bisschen der Faktor. Also wenn es
für nicht so einen ganz hochgegriffenen Preis an den Start geht und jetzt nicht noch Shippingkosten sonst wie hoch sind aus China oder weiß der Geier von wo, dann könnte man mal überlegen. Dann war es, finde ich, gar nicht so verkehrt. Aber wie Martin schon sagt, kann auch gut sein, dass es nach 2-3 Runden dann so schnell an Reiz verliert und man dann doch keine Lust mehr hat. Ja. Muss man mal gucken. Also ist bestimmt für jeden jetzt was dabei gewesen. Entschuldigt, wenn wir jetzt nicht mehr so die ganzen Stimmungsgranaten sind hier. Ja, es ist echt spät, wir sind wirklich müde. Okay, das war unser Eindruck von der BerlinCon. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu den Sachen, die wir da gesehen haben, dann postet die gerne in die Kommentare. Für uns war ja jetzt halt wirklich nur ein Tag. Ich denke, das reicht aber auch. Die ganzen wirklich spannenden Sachen haben wir gesehen. Ich bedanke mich bei allen Anbietern, die da waren, allen Leuten, die mit uns gesprochen haben. Vor allem bei den Jungs von Uprising für das wunderschöne Ausklingen des Abends. Ja. Bei Jan, dass er dabei war und heute für Gordon quasi eingesprungen ist. Ja. Und natürlich cool, dass es so eine Messe in Berlin gibt. Ja, bei uns vor der Tür. Mega geil. Danke an Alex, Hunter and Friends und alle, die daran beteiligt waren. Und das wieder auf die Beine geile Kiste. Ja, Alex zwischendurch gesehen. Kurzer Einblender, geiler Typ, wie er das da managt und sich Mühe gibt und macht und tut. Und man merkt, dass er da auch schon ganz schön auf den Zahnfleisch kriegt. Aber der gibt alles dafür, dass das eine richtig geile Messe wird. Danke dafür. Ja, und ich würde sagen, für alle, die sich das Video auch noch angucken, wir haben einen Discord-Kanal, da könnt ihr gerne reinkommen, könnt ihr auch noch Fragen über die Messe stellen, wir können uns drüber austauschen. Wenn ihr noch Fragen zu den Prototypen habt, gab es tatsächlich bei uns im Discord schon zu Nanolite oder zu diesem Boot. Kampfwald. Dämlicher Name. Überarbeite das. Und der von Bootwood will bei uns auch noch in den Discord kommen, damit man es über TTS testen kann. Das will er auch noch so ein bisschen über uns anleiern. Also es lohnt sich reinzukommen. Und ansonsten abonniert den Kanal und seid beim nächsten Podcast auch wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Das war heute mal Miepel King am Start mit dem Jan und Martin. Und wir sagen Tschüss und Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.